herzlich willkommen zu Final Fantasy X aus dem Macalania-Tempel. Wir werden hier heute... Ich habe den Controller noch gar nicht angemacht. Wir werden jetzt erstmal trainieren gehen, weil wir noch einige Gegenstände holen müssen. Im Macalania-See, bevor wir da nicht mehr hin können. Und dann mal sehen, ob wir Updates beispielen. Derzeit habe ich noch keine Lust, aber das kann sich ja noch ergeben. Also müssen wir erstmal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir zurück sind. Der Nachteil an dem Training ist natürlich, dass Yuna jetzt nichts abbekommt davon. Aber können wir nicht ändern. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Grafik und der Sound in letzter Zeit ein paar Probleme machen. Das muss ich mir mal anschauen. Außerdem können wir gleich die ganzen Ekstasen füllen. Dann muss ich demnächst auch öfter mal mit Hast arbeiten. In wichtigen Bosskämpfen. Das hat letztes Mal mit Lulu wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich das davor nicht beachtet habe. Da wir aber demnächst eine Weile ohne Yuna auskommen müssen, ist das jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt schon mal ohne sie trainieren gehen. Rico sammelt weiter fleißig HP. Aber an Eulen kommt sie trotzdem nicht ran. Zumal ich hier bei Eulen schon mit rechts hier drei weitere HP-Felder sehe. Du mal wieder ganz hinten, was die HP betrifft. Acker, du bist der allergrößte. Das hat er beim letzten Mal auch so eine neue Ekstase gelernt, also die zweite. Insgesamt gibt es vier, dazu müssen wir die Ekstasen jeweils immer öfter einsetzen. Reflex und Angriffskraft, das werden wir trotzdem mitnehmen. Auch wenn es nur jeweils eins ist. Mario auf Tito seine Spuren wird natürlich wenig HP bekommen und nicht so viel Angriffskraft. Viel zu wenige vernichtend in letzter Zeit für meine Verhältnisse. Und schon ist ja eine relativ langsame Truppe im Kampf. Ja, da sollte Stufe 1 Magie reichen gegen sowas. Kein Vernichten. Na gut, dann kriege ich natürlich weniger Erfahrungspunkte. Auch drauf. Gibt es
Offizier Hastgar? Gemachgar. Zuerst Gemacht hast gelernt, dann Gemach, aber bei Han hier ist es andersrum. Hier gibt es Retard Shock. Hier könnte ich ihn dann zu Yuna gehen lassen. Also zu Weißmagier werden lassen. Okay. Hier oben ist Hastgar. Hier ist sein Ende. Rapidschlag. Das bedeutet Erstschlag für den jeweiligen Charakter. Sehr hohe Zufallskampffrequenz. Muss natürlich bedenken, was wir hier hinlaufen, müssen wir auch wieder zurücklaufen. Langsam zweifle ich an der Idee, ob das sinnvoll ist, Kimari zum Tidus zu machen. Wahrscheinlich werden wir dann, wenn er bei Tidus ist, zu Ryuna wechseln, so wie Tidus das jetzt tun könnte. Sollte am Ende die Zeit knapp werden, haben wir immer noch die Möglichkeit. Mit und Tschüss sofort die Kämpfe zu beenden. Ne, da kommen wir jetzt gar nicht hin zu diesem Level 4 Bereich. Natürlich der Heiler in der Gruppe. Da wäre Kimari vielleicht auch nicht so schlecht. Lulu stumm gemacht, das ist. Ich finde sehr effektiv. Wenn wir Lulu nicht entstummen, kämpfen wir hier noch viel zu lange. Deswegen machen wir das mal. Die Rache. Rache wird heißer wieder heute. Angriff trifft direkt nur so wenig. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber da ist ein Tidus vorbei. So. Kimari kann auch noch mitmachen, wenn er will. Kimari kann dann auch einen Schuss lernen.
eine gute Trainingszeit, wenn wir hier mal langlaufen. Die Gegner bleiben die gleichen, wie man sieht. Diesen schmalen Weg, den wir gerade langlaufen, dass das keine Sackgasse ist. Ich bin mal guter Dinge. Immerhin nein. Später werden wir diesen Mangel nicht mehr haben, aber. Sechs Charakteren geht das Kämpfen eigentlich relativ unproblematisch. Einmal komplett durchwechseln, dann kommt. Und schon ist der Kampf vorbei, jeder kriegt Erfahrungspunkte. Sie haben aber Lulu auch nicht den Punkt erreicht, wo wir sagen, ihre MP sind zu wenig. Schlafschild schützt. Nur Verschlaf? Fragezeichen? Ja, dann brauchen wir das nicht. Geht's eigentlich hier lang? Da sind ja ganz viele Seroiden. Jillrope. Ganz schön gut bewacht dafür, dass es im Endeffekt nur Jillrope ist. Den ganzen Weg, den wir jetzt laufen, müssen wir wieder zurück. Irgendwann. Hier haben wir damals und beim letzten Mal gegen die Albed gekämpft. Genau, hier war auch noch eine Kiste. Ich wusste, irgendwo war noch was. In der Tenne.
Und ist so das, was man in anderen Spielen den Tank nennt. Viel AP, viel Angriffskraft, viel Abwehrkraft. Dafür keinerlei magische Fähigkeiten. Wer braucht die schon? Wenn man Oren ist. Mit dir, du lässt uns nicht zurück in den Wald, denke ich mal. Also zurück in den Macalania-Wald können wir nicht. Wieder ein bisschen unnützen Blödsinn verkaufen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Also Wachen, wo mehr als ein Feld frei ist, wenn wir noch behalten oder wo schon relativ nützliche Abilities zu finden sind. Sowas brauchen wir nicht. Wenn Abilities dann nicht Not irgendwas, sondern dann sollte schon Auto irgendwas sein. Jena greift sowieso nicht physisch an. Ja, lass mal's mal. Erstschlag ist natürlich eine vernünftige Sache. Während das nur Blödsinn ist. Hier haben wir Blind- und Tobsoschutz, hier haben wir nur Blindschutz, hier haben wir nur Tobsoschutz. Die ganzen elementaren Dinge werde ich jetzt mal wegwerfen, die werde ich bestimmt noch bereuen, dass ich dann später keinen Nässeschlag oder Stromschlag mehr habe und das können wir jederzeit neu kaufen. Giftschlag. Gift kann vielleicht nochmal relativ nützlich sein, lassen wir das mal. Überball ist eigentlich ein falsches Spiel, da müssen wir eigentlich Pokémon spielen. Ja, man greift Lulu mal physisch an. Nee. Das lassen wir mal, das kann eigentlich alles weg. Lass mal Tabula Rasa machen in der heutigen Folge, ist auch mal okay. Ob ich das denn nicht ausgerüstet? Den ganzen Weg wieder zurück und zu Yuna und Simo wieder zurückzulaufen in den Tempel. Die
Ekstasien, hier könnte ich auch eigentlich noch alle voll bekommen. Nee, Lulu, du bist noch nie dran. Dem Gebiet scheint kein Gegner zu kommen, oder? Vorhin, als wir hier ewig rumgelaufen sind, weil ich dachte, es gibt noch einen Weg, den ich nicht gesehen habe, kam ja auch kein Gegner. Jetzt nehmen wir mal den linken Weg. Das juckt euch nicht im geringsten. Jetzt können wir seine Gemetzeltechnik das nächste Mal einsetzen. Bio geben wir uns das nächste Mal, hier holen wir uns beim nächsten höheren Level auf jeden Fall. In die andere Richtung geht es ja für euch gar nicht weiter. Da sind die bestimmt soweit. Eisgebiet ja. Sieht schon geil aus. Also wie Eisgebiete halt aussehen. Aber kann natürlich mit anderen Eisgebieten nicht mithalten. Also wenn man natürlich Final Fantasy 13 nimmt, die neue Grafik beim Spiel. Ich habe das an der Xbox gespielt. Und nach PlayStation ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Wenn man da den das Kapitel 3 sieht, diesen See von. Ja, diesen See, weiß ich nicht, wie der heißt. Da kann das hier natürlich nicht viel mithalten. Feuerer ist next. Bei 300 habe ich jetzt angefangen, mittlerweile steht sie bei 2000 irgendwas, also bei Mitte 2000, das ist schon eine vernünftige Sache.
Wir nähern uns der Entscheidung, ob wir weiter Blitzball spielen. Ich tendiere zu nein. Stattdessen werde ich wahrscheinlich vor dem Tempel trainieren. Eine richtige Trainingsrunde gab es hier bisher ganz selten, wenn dann nur so eine halbe. Wir haben zwar im Endeffekt Kisten gesammelt auf dem Rückweg, aber es ist trotzdem mehr oder weniger eine Trainingsrunde halt. Ja, das Vernichten nehme ich mit. So viel AP, MP habe ich. Ich kann jetzt auch automatisch flüchten. Dieser Tempel so mitten im luftleeren Raum hat auch was unter dem. Also wir sind ja jetzt im Endeffekt unter oder neben dem gefrorenen See von Macalania. Wir hoffen, dass er es überlebt. Schließlich keine Schwäche von ihm. Ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt fliehe, ob ich die Erfahrungspunkte für die besiegten Gegner bekomme oder ob ich gar nichts bekomme. Es gibt auch Spiele, da bekommt man Erfahrungspunkte, wenn man Gegner so ein bisschen beschädigt und dann wegrennt. Aber Lost Odyssey war das. MP, das was Owen natürlich am dringendsten nötig hat. Owen kann so langsam sein, wie er will, aber er trifft die Gegner, das muss man ihm lassen. Und wenn er dann trifft, dann gibt es meistens vernichtend. Kriegt man natürlich auch Felder weg, indem man einfach nur ein Feld auf jedem Viertel setzt. Und wie schnell voran. Das ist die nächste Ability, die er lernt, Sturmschock. Okay, dauert aber noch ein bisschen. Sieht es bei den anderen so aus? Achso, du bist. Hör ich ja gar nicht beachtet, hier geht es ja auch weiter. Hier gibt es Gemach, Gar und HP. Auch gleich HP.
Ich würde dann nochmal Kimari angucken, ob ich mir das so gut überlegt habe, hier lang gehen zu wollen. Hier würde bei Yuna direkt aber auch anfangen, wenn dann würde ich ja irgendwo einsteigen wollen, wo ich nicht gleich am Anfang bin. Also bei Riku am Anfang, da würde es sich natürlich lohnen für HP. Hier ist aber bei Lulu am Anfang. So, Oren kommt da nicht. Doch hier könnte ich ihn dann zu Oren gehen lassen. Das werden wir wahrscheinlich machen. Wo wir da hinten sind. Also hier lang, hier lang, hier lang. Ja, Zeitdieb. Gucken, ob ich das mitnehmen lasse. Hast, na, wenn wir hier zu Oren gehen. Ist wahrscheinlich die beste Alternative für Kimari. Zumal Geistbrecher ist bei Oren schon so ziemlich am Ende. Dann nochmal ein Unterschied, als wenn wir wieder bei Kraftbrecher ganz vorne bauen angefangen hätten. Stase voll, um sie dann im nächsten Bosskampf wieder vergeigen zu können. Die Charaktere brauchen so 2 bis 3 Kämpfe pro Sphero-Level, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Angriffskraft plus 4 mit Level 3 gestoppt, na gut. Dann nochmal bei Kimari gucken, wie ich mir das hier überlegt habe. So, machen wir das Feld erstmal ein bisschen größer. So, ein bisschen durchsehen, was wir hier. Genau, dann kommen wir hier raus. Oren brauchen wir ein bisschen, bis er dort ankommt. Dann werden wir direkt hier beim Geistbrecher. Wir können dann hier lang weitergehen. Und bei Oren sagen wir, ins Endstadium zu gehen. Oder wir könnten Oren rückwärts langlaufen. Einen Panzerbrecher lernen und Drohnen und Magiebrecher und so eine Späßchen. Aber erst das machen wir, wenn es soweit ist. Also definitiv nicht mehr heute. Vielleicht wenn wir in Bewell sind, kommen wir auf die Idee, das machen zu können. Wenn man dann dort ist, der langen Straße von Bewell trainieren. Später sammeln wir Wärmemagie und kriegen noch die Guard-Zauber. Jetzt habe ich Rollen gar nicht eingesetzt. Das liegt ein bisschen doof. Was soll es? Wir müssen Kimaris Ekstase noch füllen.
würde ich gerne noch Panzerbrecher lernen. Da, wo wir heute angefangen haben. Und Blitzball, dann verschieben wir Blitzball auf in die Zeit, nach der wir wieder Blitzball spielen können. Ich verrate jetzt, ich kann jetzt nicht verraten, warum wir demnächst kein Blitzball spielen können. Wenn wir sehen. Auf dein. So, dann will ich jetzt nur noch Orin. Gucken wir nochmal anschauen ins Vero-Brett, ob es noch irgendwelche Highlights gibt. Ja, Titus lernt noch, kriegt noch HP. Okay, Orin soll noch einen Zirle bekommen für Panzerbrecher. Lulu hat kein Highlight mehr. Riku auch nicht. Wacker eigentlich auch nicht. Nee. Also nur Orin und Titus. Brauchen noch ein Zirle-Level und halt Kimari noch seine volle Ex-Phase. Kimari kommt langsam voran. Mal gucken, was dieses Doppelschwert ist. Ist das Titus? Ja, Kälteschlag und Nässeschlag. Okay, gleich zwei Elemente. Das kann bei Typen, die beide statt Schwäche haben, natürlich enorm wichtig sein. Wenn aber einer ein Element absorbiert, ist es nicht so gut. Selbe Gruppe wie gerade, wir haben mit einer langsamen Truppe. Die sich gegenseitig angreifen, hört die Konfusion ja auf. Genug von der Aussage, Konfuzius sagt. Terno-Klinge klingt dann aber eher wie Aura. Kimaris Ekstase und Orin 1 Zero Level.
Der war ja schon dran. Da ich mich informiert habe, dass wir nach dem nächsten Bosskampf speichern können, bevor wir eine bestimmte Sache machen müssen, werden wir jetzt kämpfen gehen. Im Dextasenfall aufgeladen. Der Kampf ist eigentlich extrem hart. Mal sehen, ob sich unser Training ausgezahlt hat. We will protect Yuna from anyone. Even a Maester. If he is truly at fault, it must be done. Sie hat wahrscheinlich seinen Vater umgebracht. Mord an einem Maester. Oder an einem Primas. So. Das sind die Hallen der Prüfung, die jetzt schon erledigt sind, weil Yuna und Simo ja bereits sehr lang gegangen sind. Seymour! Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me! We saw Jiskel's sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me, then. What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour, I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too! All right! Maester Seymour! So be it. Epischer Kampf, es geht gegen Seymour. Primas von Yevon. Der zwei kleine Helfer, die es mitgebracht hat. Your eyes. I knew you were. Oh, Seymour.
die Sachen sind wichtig, um die eigene Ekstase zu erhöhen. Die mag ich auch später wieder mitmachen. Das ist wichtig, damit Autoputzion aufhört. Meister, we must... Sollten die Albernheiten erstmal genug sein. Ist Simon schon wieder dran? Oder erstmal Yuna. Also der greift immer an Kälte, Strom, Nässe und Hitze. Das mal klappt. Ah, den Raum. Sensationell. Steht sogar da, dass er nach und nach angreift. Feel my pain. Jetzt kommt die eigentliche Härte dieses Kampfes. Anima kennen wir ja bereits, sie hat den Luca uns alle gerettet. Yuna! Lend me strength. Machen wir mal das, was gesagt wird. Sollen wir schnell rekapitulieren, ob jeder schon mal dran war. Orin und Titus haben Ekstase gemacht, Rico hat geklaut, Yuna hat jetzt beschworen, Lulu hat einmal Sammeln eingesetzt, Wacker hat gesprochen, ja. Kimari. Mari war, glaube ich, noch gar nicht dran. Weiß ich gerade gar nicht. Schmerz tötet für gewöhnlich sofort. Gucken, wie viel wir mit Eisra ausrichten. Tötet nur hier nicht sofort, weil wir halt keine Bestia sind. Weil wir eine Bestia sind. Wir können uns auch heilen mit Eis. Wir haben schließlich Shiva, das ist die Eisbestia.
Ich habe jetzt die Leiste voll. Sehr schön. Wie hat das Mäuschen noch 6000? Damit sollte das ein Vernichten gehen. Also die Bestie hat noch keinen Namen, aber anhand dessen, wie sie aussieht, wessen Element sie hat und wie ihre Exhasa ist, ist dann eindeutig, dass das nur Shiva sein kann. Göttin des Eises. Sehr schön. Ich hoffe, jetzt bekommen alle ihre. Ich hoffe, jetzt bekommen trotzdem alle AP. That power that defeated Anima. Vielen Dank. Ich muss mal sicher gehen, dass Kimari auch wirklich dran ist. Er hat gerade Wasser eingesetzt, das heißt, jetzt müsste Hitze kommen. Sehr schön. Und er setzt Hades mal gehen, das heißt, Hades mal ist das, was ich meinte, aber er kann zweimal angreifen. Übrigens, wenn ich am Anfang die beiden Guardo-Wachen nicht beklaut hätte, hätten sie Simon permanent geheilt. Durch Auto-Potion. So, dann wollen wir uns nochmal einen Vernichtend holen. Da der nächste Zwischenbosskampf nicht die harte sein wird, können wir bis dahin die Ekstasen wieder aufladen. Nehmen wir nochmal extra Boni an AP mit. Das war der Kampf, wenn man nicht trainiert hat, der dann sehr schwer ist. Naja, jetzt ist er geschafft. Simon, du Ratte. You would pity me now? Künstlerischer Pose gestorben. What happened here? What have I done? Wait a minute, it's not our fault at all. Seymour struck first, he's the bad guy. You did this? Yuna, send him. No, stop! Stay away from him, traitors! We're finished. Now hold on just a minute. Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened. It won't be that easy. Let's get out of here.
Mehr Waffen bekommen. Neue Ausrüstung. Viele HP. Viele AP. So, Simon ist gestorben. Wir durften ihn nicht besiegen, denn die haben ihn weggeschleppt. Das könnte noch schlechte Folgen nehmen, weil die Jisco wurde ja auch nicht besegnet und deshalb ist er weiter herumgeirrt. Dann. Nein, das war ja Blödsinn. So, warte mal. Dem waren wir Simons Verrat bestraft, bevor es soweit ist. Junas Hoffnung sinkt damit natürlich, weil sie jetzt nicht mit Simon die Heirat eingehen kann, um Yevins Leute, also Spiras Leute, glücklich zu machen. Ohne zu viel zu verraten, war es das auch für diese Folge. Attacke mit. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Wir können jetzt keinen Blitzball mehr spielen. Wir sind ab sofort Ketzer. Also die gegen den Orden verstoßen haben. Wir dürfen jetzt vorerst in keinem Blitzballstadion mehr. Und wenn wir jetzt diesen Tempel verlassen, müssen wir in den jeweiligen Tempel, die wir schon besucht haben, gegen schwarze Bestias antreten, die jetzt ab sofort erscheinen. Schwarze Bestias sind die extremen Obergegner dieses Spiels. Optionale Bossgegner. Wenn man die alle besiegt, kann man gegen den Richter kämpfen. Aber das schauen wir uns alles noch an. Beim nächsten Mal müssen wir aus dem Tempel raus und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.